Wirres Gerede und wirres Gerede am Nachmittag. Hallo. Hallo. Wir laufen hier gerade sehr schwer inspiriert durch so ein Dorf am See und haben uns mal bei ein paar Leuten, die auf dem Balkon saßen, gerade mal schlau gemacht, was das hier so ist. Das sind halt alles so Privatferienhäuschen. Und sehr schön gemacht. Am Sulmsee im wunderschönen Österreich. Schau, ist bei Europa. Hochwasser. 2014. Ach, guck an. Ja. Oh, da ist das Ding aber ordentlich übergelaufen hier. Ja, und die Idee war halt so, die Melli sofort hatte, als sie dieses Dörfchen sah, ja, das wäre eigentlich so ein Ubuntu-Ding. Ja, und jeder hat so einen kleinen Garten, da kann man halt eben so Gemüsegarten machen, und Obstbäumchen. So. Ja, und das ist hier so ein bisschen wilder. So Bäumchen. Ja. Und direkt am See, das finde ich nämlich auch cool. Ja, hier. Da fließt die Energie nämlich irgendwie dann wieder in Transformation. Ja. Ja, also so stelle ich mir ein Community-Leben vor. Nicht in einem großen Haus, wo 100 Leute drin bicken, auf kleinen Raum, sondern jeder mit seinem Häuschen am See. Ja, wie in einem Dorf halt, ne? Wo jeder sein eigenes Haus und seinen eigenen Haushalt hat. Wo man aber vielleicht trotzdem sowas wie eine Kolchose hat, wo halt irgendwelche Sachen wie Rasenmäher oder sowas, wo definitiv nicht jeder seinen eigenen braucht, so dass das halt gemeinschaftlich zur Verfügung steht. Das war auch das, was ich halt auf der Bäckerfinker, was mir einfach wichtig war, dass die Leute halt so ihre eigene Wohneinheit haben, jeder. Deswegen, dass dann halt auch irgendwann dann quasi voll war. Weil ich mir gedacht habe, dann lässt man sich gegenseitig so ein bisschen mehr in Ruhe. War dann leider bei einigen Leuten trotzdem nicht möglich, die dann da mietfrei wohnen konnten und trotzdem nicht zufrieden waren. Das hat dann halt eben auch nicht mit der Location zu tun, sondern eher mit den Leuten, die man sich dazu holt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Jetzt hast du so. Aber wir sind ja alle im Prozess und alles geht halt mit uns in Resonanz, was in uns ist. Das kommt halt im Außen. Ist ja alles nur Training, wie der Tommy immer sagt. Ja, und der Tommy ist halt auch hier. Das ist der Herr der Kriegerschmiede. Hier, guck mal, bin ich drin. Den habt ihr schon irgendwann mal gesehen in einem von den Dschungelcamp-Videos auch. Gehört. Zumindest gehört auf jeden Fall. Ne, im letzten haben wir dich auch gesehen. Bauchi, wo gehst du eigentlich kacken? Ja, genau. Das war die Frage, war die erste Frage, die der Tommy mir gestellt hat. Ne, die zweite, glaube ich. Was machst du hier, war die erste. Wie kommst du daher? Wie kommst du daher? Ja, genau. Ja, das ist halt so. Das sind halt die Leute, die gerade wirklich daran interessiert sind, irgendwie was Neues zu schaffen und zu kreieren und nicht sich auf Kosten anderer einfach irgendwo auszuruhen und dann auch noch einen Hals nicht voll zu bekommen oder so. Die können wir im Moment einfach nicht brauchen. Nicht um solche Projekte aufzubauen. Die machen sowas kaputt, bevor es überhaupt irgendwie gehen kann. Ne? Lernt. Gehen lernt. Ein Projekt lernt auch gehen. Und wenn es das dann kann, dann läuft es. Ja. So. Gut. Magst du noch mal ausmachen? Mhm. Achso, da muss ich. Ciao!